Eine Wanderung verändert Nikki Delventhals ganzes Leben. Eigentlich hätte es gar nicht zu dieser kommen sollen, weil die junge Frau ihre Wohnung aufgeben wollte, um mit einem Auto quer durch die USA zu reisen. In einem YouTube-Video sagt sie, dass es ihr Traum, seit sie 21 Jahre alt ist, gewesen wäre, in einem Auto zu leben. Ich weiß, das ist ungewöhnlich, aber so bin ich. So Nikki weiter. Sie hat vor der Wanderung mit ihrer Mutter sogar darüber nachgedacht, sich einen Hund anzuschaffen. Zum Glück hat sie das bis dato nicht. Sonst hätte die Amerikanerin nie den kleinen Hund in Albuquerque, New Mexico getroffen. Kaum gestartet, merken sie und ihre Mutter, dass sie von einem Welpen verfolgt werden, der ihnen die ganze Zeit nicht von der Seite weicht. Der Vierbeiner kann sich gar nicht trennen und jagt sogar das Auto, in dem Mutter und Tochter nach dem Fußmarsch wegfahren wollen. Der tierlieben Nikki bricht das fast das Herz. Also bleibt sie stehen und der kleine Kerl springt sofort in den Wagen. Zwar bringt die Influencerin ihn zunächst in ein Tierheim, als er dort aber von niemandem zu sich geholt wird, adoptiert sie ihn kurzerhand und tauft ihn Camper. Inzwischen hat Nikki tatsächlich alle Zelte abgebrochen und ist mit Camper in ihr Auto gezogen. Gemeinsam mit ihrem vierbeinigen Co-Piloten reist sie seitdem durch die Vereinigten Staaten. Als alleinreisende Frau hat sie so nicht nur einen treuen Begleiter, sondern auch einen Beschützer an ihrer Seite. Und Camper kann stolz darauf sein, sich am richtigen Tag, am richtigen Ort das perfekte Frauchen ausgesucht zu haben.